Hörer, herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Pfeif- oder Whistle-Vorbrenner. Ist ja ein immer relativ interessantes Thema, wie ich in den Kommentaren oder so auch schon mitbekommen habe, oder ich wurde auch schon öfters gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie das gemacht wird. Einen Whistle-Vorbrenner oder sowas. Einen Whistle-Vorbrenner so zu machen, ist recht kompliziert, da man dafür eigentlich eine hydraulische Presse braucht und Werkzeuge, und außerdem ist es nicht ganz ungefährlich. Deswegen ja, kann ich das selber nicht mal, und deshalb werde ich heute zeigen, wie man Whistle aus Jugendfeuerwerk machen kann. Es gibt ja mittlerweile wieder Jugendfeuerwerk mit Pfeifeffekt. Zum Beispiel diese Leslie Luftpfeife hier oder die Magic Spin Balls von Panda. Ich packe mir jeweils einen aus. Die Leslie Luftpfeife gibt es für 99 Cent 12 Stück. Zum Beispiel bei der Feuerwerksvitrine. Komm, geh rum. Das ist ziemlich guter, ein ziemlich nicer Preis eigentlich, und der Effekt ist auch sehr schön. Die Spinballs habe ich auch von der Feuerwerksvitrine, aber ich weiß nicht mehr, wie viel da eine Packung kostet. Aber sie waren auch nicht teuer. Jedenfalls sind da drei Stück drin. Die sind auch echt heftig, die Dinger. Also die drehen sich eigentlich so. Und in diesem Ball ist Crackling drin, hier. Nee. Ja, es ist wohl so ein Komet drin. Aber die haben was ganz Cooles, und zwar hier unten, diese zwei Rohre, das ist Whistle, da ist Whistle drin, und die pfeifen zweimal diese Spinballs. Genau, und die werde ich hier verwenden, einmal den hier als Vorbrenner und einmal diese Dinger hier unten. Um die rauszumachen, klappe ich das mal auf hier, und dann sieht man schon hier oben, da ist so Chinese Fuse oder ich weiß nicht, jedenfalls diese dünne Zündschnur halt da, die macht man am besten vorsichtig raus, und dann kann man sich das da holen. So, das ist so eine Whistle-Kammer. Das mache ich mit der anderen auch noch schnell. Den Spinball kann man jetzt nach wie vor anzünden, wie man will. Whistle jetzt halt nicht mehr. Ich lege die mal zurück. So. Das sind jetzt die zwei Dinger, die wir brauchen von dem Spinball. Zeigen werde ich das an solchen Böllern, außerdem an einem selber gemachten 1,5 Gramm Titan-Big-Heißböller, damit wir auch noch einen lauteren Knall haben. Aber wie gesagt, anfangen werde ich jetzt mit dem hier. Als erstes mache ich mal den Stab weg. Und das klebe ich dann hier mit Klebeband an die Seite hin. So. Und jetzt müssen noch die Zündschnüre verbunden werden. Wie gesagt, ich nehme hier so eine Knatterball-Zündschnur. Und zum Verbinden von Zündschnüren nehme ich Kabelbinder, weil Kabelbinder haben den Vorteil, dass die Zündschnüre sehr fest aufeinander pressen und so eigentlich immer sichere Entzündung garantiert ist. Ja, also dann mache ich die hier oben fest. So, und dann muss abschneiden. Und mit einem zweiten Kabelbinder hier. Der Sinn, dass ich das extra mit der Knatterball-Zündschnur noch verbinde, ist, dass die Hauptzündschnur sozusagen länger wird, weil die der soll ja zuerst pfeifen und dann explodieren, oder wenigstens zuerst anfangen zu pfeifen. Und wenn ich die jetzt hier verbinde, dann braucht der Pfeifer, weil der Whistle-Satz fängt erst hier unten irgendwo an. Das heißt, die Zündschnur muss so lange reinbrennen und dann whistelt der erst. Und wenn ich die jetzt beide gleichzeitig zünde, ist die Explosion ja gleichzeitig ungefähr mit dem Whistle, und das ist ja auch scheiße. Deswegen habe ich die noch extra verbunden. So. Und jetzt muss erst die reinbrennen und dann die Hauptzündschnur. Gut, jetzt habe ich oben noch Kreppband drauf gemacht, damit das Ganze vor Funkenflug geschützt ist. Genau, und das ist jetzt eigentlich schon fertig. Das ist der Whistleblower Variante 1. So, jetzt werde ich weitermachen mit diesen Pfeifkammern da. Die könnte man jetzt hier reinkleben, aber die stehen dann recht weit raus und es passt mit der Zündschnur nicht mehr. Deswegen mache ich die auch daneben. Hier. Also einfach wieder hier festkleben. So, dann werde ich noch eine Zündschnurverlängerung einbauen, weil, wenn die jetzt hier die graue Zündschnur da oben dran ist, brennt die recht schnell ab, und man soll ja immer noch schön sicher Zeit haben,
sich zu entfernen. Deswegen baue ich oben noch eine extra Verlängerung ein. Einfach alle drei durch den Kabelbinder. Alles verbunden miteinander. Dann mache ich auch da nochmal einen Streifen Klebeband drüber, dass das Ganze vor Funkenflug gesichert ist. Und schon ist der Whistleblower Nummer 2 fertig. Genau, jetzt werde ich das Ganze noch an dem Selfmade hier demonstrieren. Sind 1,5 Gramm BKS drin mit Titan. Außerdem habe ich den eben gleich so gebaut, dass hier oben gut Platz ist, wo ich das Teil reinstellen kann. Und auch dann da reinkleben kann. So, also es wird einfach hier reingeklebt. So, dann kommt wieder ein Kabelbinder zum Einsatz, mit dem ich die Zündschnur hier verbinde. Kann man noch kürzen dann. Ja, und dann ist das Ganze fertig. So, damit das Ganze noch schöner ausschaut, habe ich mir gedacht, ich mache da noch schnell Seitenpapier rum. Also, und Seitenpapier einfach einmal rumwickeln. Und fertig ist der Whistleblower. Ja genau, das wäre es eigentlich schon. Dann gibt es jetzt noch einen Test. Viel Spaß. Also dann als erstes der Böller mit Luftpfeifervorbrenner. Sehr schön. Dann der Böller mit angebautem, mit diesem UFO-Brennkammer-Dings. Okay, der brennt nicht so lange, der Pfeifverbrenner, aber irgendwie schriller. Und dann noch der Selfmade Scream mit BKS und Titan. Ich habe noch in schwarz angemalt, damit es näher nach dem Scream ausschaut. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Hat wirklich so ein bisschen das Scream-Feeling, finde ich. Funktioniert richtig gut so. Gut, dann könnt ihr links oben noch mein neuestes Video sehen. Rechts oben gibt es eine Playlist zum Thema Jugendfeuerwerk und Grad-1-Tuning, was man da sonst noch damit anstellen kann. Und rechts unten noch ein Video, wie man anderweitig zum Beispiel Farbvorbrenner oder sowas in Böller bauen kann. Links auf dem Bild könnt ihr mich noch abonnieren, um immer aktuell zu bleiben.